Ich weiß nicht, warum Senua hier so rumstöhnt, aber der geht scheinbar nicht mehr so gut. Weiter geht's mit Senuas Sacrifice oder auch Hellblade 1, besser gesagt. Wo war ich denn stehen geblieben? Habe ich mir das schon angeguckt hier? Ja, ich glaube schon, ne? Das habe ich mir schon angeguckt. Hopp, hopp, hopp. Ach ja, zum Baum muss ich. Genau, da war ja was. Ich weiß nicht, ob der Baum so die Rettung ist, aber ey, ich mache die Regeln nicht, ne? Ich gehe dahin, wo es mir gesagt wird und so, ne? Warte, hier waren wir doch schon, ne? Stopp, Senna, bevor wir dahin gehen, hab ich das Teil hier mitgenommen? Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr. Erzähl mal was Schönes. Als Sigmund und Sinfjotli are being buried alive. Sigmund's sister throws an armful of straw into the grave mound. Hidden in the straw is Sigmund's sword, the gift of Odin. They cut their way out of the grave mound and set fire to Sigir's hall. The king burns to death. Wir reden. Sigmund calls to his sister to come out, so that she may live and be honored. She does come out, but only to tell him the truth. That she had slept with him, her brother, to beget a strong avenger. I am not fit to live, she says, and walks back into the fire. Wir reden die ganze. Vengeance from your aber jetzt aber genug hier, ne? As there is always a heavy price to pay. Wir reden die ganze Zeit über Odins Schwert, ne? Wenn ich es gleich nicht bekomme, bin ich sauer. Also gib mir mal schöner Schwert jetzt gleich, ne? Ist klar. Ich meine, ich wüsste nicht, wofür der Baum hier sonst gut ist. Soll das Odins, ach Odins ja schon, hier Sigmunds Grab darstellen? Na, wir werden es hören. And here is the end of Sigmund's story. Aha. He was a fierce and great warrior. Tapfer und großer Krieger, ja, ja. But one day, an old one day, man came out of the battlefield. Although shadowed by a hood, Sigmund saw that he only had one eye. The man raised his spear, and Sigmund struck at it with his sword, but the sword shattered into pieces. Ah, das hatten wir schon, glaube ich. Sigmund then knew that this was Odin, and thus that victory could not be his. He bowed his head. Gegen Odin gewinnst du nicht so einfach, ne? Accepted his end. Dying, he tells his wife that she is with child, and that her son will one day. Ja, wir kennen das schon. Okidoki. Abmarsch. Wir gehen da rein. Oh, Odins Schwert. Oh ja. Na komm, zieh's raus. Was geht jetzt ab? Geht jetzt hier ab. What's happening? Senua, imagine a sword that can slay gods. Its name is Gramr. Gram ist so ein cooler Name. God of all Northmen, Odin, and gifted to Sigmund, a great warrior. I need the sword. Ich brauche es, ja. Ich will es, ich brauche es. The sword appears whole. Is an illusion. It shattered into shards long ago. Okay. It is said a great warrior can reforge Gramr by answering the trials of Odin, one for each shard. The roots of the tree of death will take you to new lands where you will face the trials. Go to the shards. Go to the shards. Ja, ja, ich gehe zu den Spitalen. Entspann dich. Hallo. Ich hab's verstanden, ihr Stimmen. Ich hab's verstanden. Odins Prüfung also. Ey, für das Schwert mache ich alles. Für das Schwert mache ich alles. Splitter Nummer 1. Let's go. A king in the north
forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust, and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. But the angry dwarves cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn. And it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tyrving. Tyrving? Auch ein cooler Name. I don't recognize this place. Where are we? Where is she? It feels wrong. Where are we now? Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Oh, das ist aber idyllisch. So strange that we go to such lengths to bury death. Das ist ja richtig idyllisch hier. Something so very ordinary. Inevitable. Das ist sehr geil. Because we have no answer for it. Wir müssen jetzt also 4 Odins Prüfungen bestehen oder so. Oder 5, keine Ahnung. Das machen wir easy. Da mache ich ganz entspannt. Da mache ich mit links. Ja, nicht mit rechts, weil ich Linkshänder bin, ist klar, ne? Rein hier! Take the torch. Ja, ja. Nimm die Fackel. Scorch. Take the torch? Keine Ahnung mehr. Ui, Junge, Junge, ist das dunkel. Ich bin ja schon ruhig, entspann dich. Ja, ja, ich halte die Klappe, ist ja gut. Ja, ich sehe gar nichts, ne? Also so absolut gar nichts. Lillian, I'm here. I'm here for the trials. Like when we first met, remember? Anmachen. Ich brauche ein bisschen Licht hier. There he is. There he is. Lillian, there he is. Da kommen wir nicht lang. What's wrong? What happened? Can you hear me? Hey, wir kommen hier nirgendwo lang. Just wait there. I'll find you. I'll get you. You have to find him. This is your mission. Wo komm ich hier lang, nö? Stimmen. Seid leise. Ich sehe keinen anderen Weg. Der ist zu. Ich wüsste nicht, wo lang sonst. Habe ich hier gerade was übersehen? Oh ja, hier geht's weiter. Oh Junge, ist das dunkel bei mir. Ich sehe überhaupt nichts. I'll find him. Ja, wir finden den schon. Entspann dich, aber es wird nicht so einfach. Ganz schön dunkel hier. Und idyllisch ist es auch nicht mehr. Leider. Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Senua, you remind me of a story that the Northmen tell about a young woman warrior. Her name is Hervor, the daughter of a berserker, born after he was killed. She's a wild, willful child, who teaches herself to fight with weapons. When she learns where her father is buried, her only desire is to reclaim the treasure buried with him, but above all, erstmal Schwert longen. Nee, nix Turnback gibt. Och, oh, also jetzt sind die ein bisschen böse, die Stimmen. Was kannst du hören? Entspann dich mal. Ich höre hier gar nichts. Hervor disguises herself as a man to join a band of warriors. Aha, aha. When they come to the island where her father is buried, her men do not want to go ashore. They say that evil haunts the island. Böse sucht die Insel ein. It is a worse place by day than other places are by night. Oha. Fearless, she lands alone. There are many grave mounds, and all of them have ghostly flames burning over them. She comes to the grave mound of her father after passing through these ghostly fires, as though they were mist. Flames I passed through were real enough. Damn the Northmen to hell. Focus. Hier waren wir schon. Kann ich es auch anzünden? Ne, kann ich nicht. Hey, entspannt euch. Ich finde den Weg, aber ihr geht mir gerade dezent auf den Sack.
Das ist nicht ganz so einfach hier. War ich hier schon? Das Gute ist, die Fackeln helfen mir so quasi als Wegweiser. Ja, hier war ich ja schon, ne? Junge, 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 ist ja ein Labyrinth hier, Mann. Was soll denn das? Ich muss einen Ausweg finden. Ich habe keine Ahnung, wo. Wir waren in beide Richtungen schon. Ja, manchmal muss man einfach. Muss man einfach weitergehen, ne? Psst, Ruhe jetzt. Ich hab's halt angezündet hier, ne? Also. Da war ich noch nicht. Die Fackel ist aus, da war ich noch nicht. Zwei Wege wieder? Okay, okay, okay. Boah, es ist so dunkel auf meinem Bildschirm. Ich sehe gar nichts. Aber also irgendwie wiederholt sich das hier, oder? Da waren wir schon. Okay, da waren wir schon. Ist ja kein Problem. Hier sieht es dunkel aus. Da waren wir noch nicht. Okay, da geht's nicht weiter. Da war... Waren wir hier schon? Hier waren wir schon. Within the burial mound, Hervor calls on her father to death and bring her his sword. She says that it is not seemly for the dead in their grave mounds to bear valuable weapons. Her father answers with words of warning. You go to your doom. Baleful winds surround you. You have gone mad. You have lost your mind. Your thoughts are confused. It is dangerous to wake the dead. Das ist eine sehr geile Stimme. Like I said, she reminds me of you. Ähnlichkeit mit dir. Ja, ich habe keinen anderen Weg, ne? Also gehen wir da lang, wo die Fackel schon brennt. Was willst du machen? Ich habe die Fackel angezündet. Entspannt euch. Ich bin doch nicht dumm immer. Wiederholen die Gänge sich? Ich bin maximal verwirrt, wirklich. Maximal verwirrt. Ich dachte eigentlich, ich bin schlau, wenn ich die Fackeln anzünde. Müsste das der Weg sein. We're going round and round. Schnauzer. Hä, das sieht alles gleich aus. Psst, Ruhe. Ich sehe ja auch keine Fackel mehr, die ich anzünden kann. Was ist mit euch? Hallo, ihr werdet langsam ein bisschen nervig. Hör mal, also, so kann ich mich nicht konzentrieren. Das ist ja richtig übel, ey, diese scheiß Dreckstimme, wirklich. Ihr Penner. Was übersehe ich? Ich weiß halt, ich komme nicht weiter. Ich stehe auf dem Schlauch. In dem Fall stehe ich auf einer Fackel gefühlt. Das ist derselbe Raum nochmal hier. Du
Ich weiß es doch auch nicht, Mann. Ich weiß es doch nicht. Was soll ich denn hier machen immer? Ich weiß es echt nicht. Ich stehe auf dem Schlauch. Ne. Ist das anders hier? Hä? Was muss ich machen? Ich kann ja jetzt nicht so lange links gehen, bis irgendwann rechts was passiert, oder? Und rennen kann ich auch nicht. Ich bin überfragt. Ich weiß es nicht. Ich bin maximal überfragt, wirklich. Keine Ahnung.